Das Warten hat endlich ein Ende. Auch im NLZ rollt der Ball wieder und damit auch für die U21. Seit einigen Tagen heißt es somit laufen, fliegen und Bälle fangen, Pässe und Laufspiele mit dem Ball oder auch Techniktraining. Er ist natürlich auch dabei. U21-Trainer und FCN-Ikone Marek Mental. Er ist wie alle anderen erleichtert, dass alle wieder auf den Platz dürfen. Ich denke, für uns alle nach dieser 3 Monaten Pause natürlich heute auf die geile Plätze wieder dazustehen ist für uns alle richtig schönes Gefühl. Die Jungs, die freuen sich. Wir Trainerteam, wir freuen uns, aber ja, wir planen von einem Tag auf den anderen und abwarten, was kommt, was passiert sich noch. Natürlich müssen sich auch alle U-Teams in Zeiten der Corona-Pandemie an bestimmte Regeln halten. Und diese kommen vom Bayerischen Fußballverband und sind angelegt an das DFL-Hygienekonzept. Diese Regeln besagen unter anderem Anfahrt alleine, Desinfektion vom Betreten des Geländes, Abstandsregeln, Kleingruppen, Maskenpflicht bis zum Platz. Und auf dem Platz keine Zweikämpfe. Ich habe zum Jungs gesagt, das ist der größte Gegner, Manndeckung, heißt Abstand. Für uns Trainer, ja, wir müssen aufpassen, wir müssen einfach beobachten auf die Sachen, was wir sollen machen, was wir dürfen machen. Und auf dem Platz, der Ball ist wieder da. Dass der Abstand eingehalten wird, ist in so einem Trainingsalltag ja auch muss man schon immer auch hinterher sein. Ja, das betrifft vor allem die Trainer, auch da ein Gefühl dafür zu entwickeln. Die Jungs können die Kabinen hier nicht benutzen, ja, das ist ganz strikt so geregelt, die kommen umgezogen. Ja, nach dem Training gibt es sozusagen die Slots, ja, die natürlich auch eingehalten werden müssen. Und dann geht die Mannschaft vom Platz und mit einer gewissen Zeit dazwischen kommen die Nächsten zum Training. Also um einfach wenig Schnittpunkte und Schnittstellen zu schaffen. Wir orientieren wirklich sehr eng an den Vorgaben. Ja, wir sind natürlich permanent am Desinfizieren, um überhaupt da gar keine Gefahr erst aufkommen zu lassen. Wieder reinkommen, sich auch an die sogenannte neue Normalität gewöhnen, damit klarkommen und sich im Laufe der Zeit dann auch gezielter vorbereiten auf einen Wiedereinstieg in die restliche Regionalliga-Saison. In der belegte die U21 vor dem Corona-Shutdown Platz 3. 11 Spiele sind noch zu spielen. Angepeilt hat der Bayerische Fußballverband für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs den September, aber sicher ist das nicht. Wir orientieren uns am 1.9., also sozusagen dieser Termin, der schon lange steht. Das ist natürlich auch immer wieder zu überprüfen, ob der haltbar ist. Im Moment haben wir für uns gesagt, wir bieten Einstiegseinheiten. Was feststeht ist, der Nachwuchs trainiert wieder und die Freude darüber ist groß.